In diesem Video versuche ich Lorenrouten zu farmen. Als Unterstützung habe ich heute zum ersten Mal einen Gast dabei. Allerdings ist er ein noch größerer Anfänger als ich. Wenn wir das also schaffen, schaffst du das auch. So, moin, willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Ich habe das im Intro gerade schon angeteasert. Wir haben heute zum ersten Mal in der Geschichte von Nico der Profi einen Gast mit dabei. Das ist die Decke und das ist... Das steht jetzt Ignore, aber eigentlich heißt er Sascha oder Iggy Zockt. Genau. Ja, der guckt uns auch nicht an, weil das ist ihm eigentlich egal, dass er hier mit im Video ist. Aber wir gehen einfach mal rum. Ich dreh mich rum. Wunderschönen guten Tag. So, Hallöchen. Hallo. Wir haben Folgendes vor. Wir wollen in Neta und wir wollen Lohn klatschen. Ich bin bisher immer gestorben, früher. Also ich habe es noch nie geschafft und Iggy hilft mir heute dabei. Und ich statte dich mal ein bisschen aus. Also man muss dazu sagen, warst du schon mal im Neta? Nein. Gut, das sind die besten Voraussetzungen eigentlich, um das heute zu schaffen. Aber ich habe WASD. Das ist schon mal gut. Sehr gut, warte mal, du bist jetzt Level 0, ne? Ja. Das ist ein bisschen schlecht, aber pass auf, ich habe was vorbereitet. Hier ist eine Haltbarkeits-3-Spitzhacke und ist das Glück? Das ist die Glücksspitzhacke, die ich dir habe. Ich krieg ein Schild, ich darf mich nur verteidigen. Ja, hast du das Schwert? Warte, ich habe auch ein Schwert gemacht hier, bitteschön. Da habe ich jetzt welches. Ich mir ein neues Schutzschild und lauf einfach vor dir vor. Das kannst du auch machen. Nimm mal bitte die Spitzhacke mit, die hier vorne liegt. Ja, hab ich. Bitte folgen Sie mir, dankeschön. Wo sind Sie denn hingegangen? Da. Das kannst du einmal eben ein bisschen abbauen. Ich habe gehört, das soll ein bisschen Level bringen. Ich hoffe, das bringt wirklich Level. Das ist Netherquarz. Ich gehe am besten mal weg. Level 1. Ja, das läuft schon. 2. Ja, aber wir müssen auch ein bisschen was verzaubern heute, und weil dann kannst du ein bisschen selber auch verzaubern. Hast du wahrscheinlich auch noch nicht gemacht dann, ne? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Gut. Wird doch vorbereitet. Sehr gut. Dann lernst du heute viel Neues und das wird interessant. Ja, dann bist du Level 7. Ja, wäre schön, wenn du irgendwie Level 13, 14, 15 oder sowas kommst, weil dann kannst du ein bisschen selber verzaubern. Ah, notfalls verzauber ich halt selber. Ich hab jetzt die Hälfte hier weggebaut und ich bin bei 8. Das sieht einfach auch so bescheuert aus. Das ist halt so eine Level-Methode irgendwie, ne? Wurde mir gesagt, weil es gibt halt viel davon im Neta. Habe ich einfach mitgenommen mit der Silk-Touch-Spitzhacke. Damit kannst du einfach ganze Blöcke so abbauen, wie sie jetzt sind, ne? Und da habe ich gelernt, da kommt ja mehr Dings, ne? Also dann kann man die Blöcke mitnehmen, ne? Genau, und das habe ich halt gemacht, um das einmal für dich aufzubauen. So, ich bin jetzt schon bei Level 12. Also gut, der Plan geht auf. Was ist auf der Hacke drauf? Ja, da ist, glaube ich, Haltbarkeit 3 drauf und Glück 3. Ah, okay. Glück heißt, dass dann kommt dann mehr raus. Genau, du hast die Chance einfach auf mehr Zeug, das droppt. Gut, folgen Sie mir. Moment, ja, folgen Sie mir, ist gut. Wo sind Sie denn? Hier gibt es nicht so viele Gänge. Ach so, da bin ich einfach vorbeigelaufen. Krass, einfach im Rücken. Gar nicht gemerkt. Lohn sind so Fernkampfdinger halt, ne? Also da können wir nicht, da bringt uns das Schwert nicht so viel. Ich habe jedem einen Bogen gebaut und einen Pfeil. Ein Pfeil? Und jetzt denkt sie so, witzig, ein Pfeil. Pass auf, ich habe aber auch noch den das Unendlichkeitsbuch und das Haltbarkeits-3-Buch. So, Unendlichkeit macht, dass du unendlich viel schießen kannst mit dem Bogen. Wow. Das heißt, du brauchst einen Pfeil im Inventar und kannst halt unendlich schießen. Step 1. Warte, da brauchen wir beide für Lapis. Warte mal. Verzaubern. Ich mach mal Verzaubern 1x1 mit dir. So, hier, das brauchst du. Dann kannst du hier an den Tisch gehen und legst halt das Lapis in den vorgesehenen Slot und ziehst deinen Bogen in den anderen und kannst dann quasi das Ding hier verzaubern. Und das Buch muss ich dann da reinlegen wahrscheinlich oder so? Nope. Nee, das Buch noch nicht, das machen wir später. Okay. Das kommt gleich. Weil also es macht halt Sinn, dass wir das Buch können wir gleich noch rauflegen, wenn wir den Bogen schon verzaubert haben. Mhm. Wenn wir aber den Bogen schon verzaubert haben, können wir ihn nicht mehr im Tisch verzaubern. Das heißt, wir nehmen erstmal das Enchantment vom Tisch mit, damit wir mehr drauf haben insgesamt. Okay, was soll ich jetzt reinlegen? Den Bogen. Den Bogen. So, Bogen und das Labitz. Und die Labitz. Okay. Jo. Und dann hast du da... Dann habe ich hier Flamme, Stärke, Haltbarkeit 1. Flamme hast du? Ich habe Haltbarkeit 1. Ja. Stärke 2. Ja. Und Flamme, aber dafür wollte ich 30, Level 30. Ja, nee, nimm mal Stärke 2, glaube ich. Stärke 2. Macht mehr Schaden. Gucken wir mal, ob bei mir jetzt noch was Neues zum Enchanten ist. Nee, ich habe Haltbarkeit und Stärke 1. Ja, dann nehme ich einfach Stärke 1 drauf. So, jetzt gehen wir auf den Amboss. Da hast du zwei Felder. Ja. Ins linke kommt der Bogen. Ja. Und ins rechte kommt eins der beiden Bücher. Genau, und dann nimmst du es einfach raus. Ah ja, genau, jetzt habe ich Stärke 2 und Unendlichkeit drauf. Ja. Genau, und dann legst du den Bogen wieder rein und machst das nochmal mit Haltbarkeit. Ja, habe ich. Also, weil Haltbarkeit sorgt einfach dafür, dass der Bogen jetzt sehr viel länger hält. Ah, okay, das heißt, die Unendlichkeit brauche ich nur auf dem Bogen und nicht auf dem Pfeil. Genau. Oh. Okay. Ja, gut, aber du kannst doch schießen, ne? Ich wollte es auch mal ausprobieren, ob das jetzt wirklich funktioniert. Ja, also es ist funktioniert. Geil. Einfach komplett geil. Ja, gut. Oh, okay, warte mal. Ein bisschen länger. Also man muss auch länger halten. Ja, ich verstehe. Du musst später ein bisschen länger festhalten, damit wir die Lohn auch treffen, dass es nicht so ein Rohrkrepierer da wird. Oder er muss sehr nah stehen. Gut. Sniper. Aus der Nähe.
Kannst du mir einmal die Spitzhacke wiedergeben, bitte? Hast du noch Level? 5. 5, genau. Also die Level sind halt zum Verzaubern da, ne? Also die gehen runter, wie du gemerkt hast. Ja, da kannst du noch irgendwie was mit verzaubern. Von der Rüstung, die du hast, zum Beispiel. Ich hätte jetzt noch Schusssicher 1. Ja gut, das ist das Einzige, was ich machen kann. Auf die Brust. Ja, du kannst auch die, du kannst die verschiedenen Rüstungsteile mal einmal durchgucken und was das Beste ist. Achso, okay. Was dann am sinnvollsten ist, okay. Ja. Genau, weil mit jeder Verzauberung wechselt auch wieder die Verzauberung, die du machen kannst, quasi, weißt du. Das ist erstmal die Vorbereitung gewesen. Das heißt, wir könnten jetzt in den Nether gehen und ja, dann erkläre ich da einfach alles weitere. Ich habe auch nichts für den Plan, aber wird schon. Wir machen das schon. Wir müssen suchen. Also Nether-Portal ist hier, musst du einfach reinstellen und dann sehen wir uns auf der anderen Seite. Seite. Okay. Vorsichtig, ne? Hier ist nicht direkt raussprinten. Das kann gefährlich werden. Ich bin da. Oh Gott, ja. Ganz komische Geräusche. Ja. Warum bin ich hier auch wackelt? Das sind immer noch. Du musst rausgehen. Also musst rausgehen. Ja. Ah, okay. Also wir brauchen jetzt eine Festung, weil da sind Lohnspawner drin. Und wenn wir uns auf Höhe 70 einfach durch die Wand buddeln, ist die Chance relativ hoch, dass wir auf einen Spawner stoßen. Was sind das für Geräusche? Das ist ein Ghast. Das ist so ein riesiges Fliegevieh. Okay. Da unten ist es. Warte, das, mit dem Bogen muss es besiegen. Hab ihn einmal getroffen. Ja. Oh, ich hab den Stein getroffen. Oh Gott. Läuft. Okay. Das wird was. Also, kann nicht schief gehen, Nico. Kein Problem. Überhaupt nicht. Okay, also hier ist überall Lava, ne? Deswegen immer aufpassen, wir können keinen Wassereimer hier setzen, der verpufft direkt in der Hölle. Also in der Unterwelt-Hölle, okay. Wie auch immer man das nennen will. Okay, also am besten mit Shift hier so langlaufen müssen. Ja, und die Zombie-Pigmen einfach nicht angreifen, weil die werden uns böse, aber die lassen uns erstmal in Ruhe. Okay. Ich würde sagen, wir gehen erstmal irgendwie weiter runter. Wir sind jetzt auf Höhe 80, dass wir wirklich auf Höhe 70 uns irgendwo durchbuddeln. Da ist irgendwas. Die einfach in Ruhe lassen? Ja, die machen nichts. Der neben dir steht? Wenn wir denen nichts tun, tun die uns nichts. Also es gibt halt zwei Möglichkeiten, die ich jetzt gehört habe, dass man sich einmal auf Höhe 70 halt durch einen Nether durchbeißt sozusagen. Mhm. Oder unten am Lavasee am Ufer lang geht und da versucht irgendwie zu gucken. Okay, ganz unten dann, was? Okay. Weil man da wohl die weiteste Sicht hat. Gott, diese Geräusche. Das ist ganz schlimm, ne? Jetzt schießt er gleich. Das hört sich an, als ob ich den Boden gewesen. Der war doch drin. Ich hab... Nein! Nein, wir müssen hier weg. Komm, weg. Lauf. Oh mein Gott. Ja, ich laufe. Folg mir einfach. Okay. Hier ist, ich weiß nicht, ob es da... Nein! Bist du runtergefallen? Ja, natürlich. Warte, ich bin aber, ich bin schon wieder da. Komm einfach hoch. Warte. Das sind zu viele. Ja, ja, okay. Ja, doch. Ich krieg's hin. Warte mal. Warte, lauf weiter im Kreis. Hier ist eine Treppe. Nicht kämpfen, ja. nicht fighten. Ah. Okay, warte, ich komm raus. Der stand genau vor mir. Warum sind die jetzt losgelaufen? Du hast geschossen und hast dabei einen Pigman getroffen mit dem Pfeil. Ah, ich habe ganz genau den Gas getroffen, habe ich genau gesehen. Ja, ich glaube, ich blende das hier nochmal ein, wie du ihn dann getroffen hast. Okay, der ist schon mal nicht sauer. Also wir brauchen auf jeden Fall den Bogen. Ich hätte ihn vielleicht eben aufheben sollen vorher, aber... Ja, hinter dir ist einer. Und doch einer. Ich habe nichts gemacht. Ja, verdammt. Ich laufe weg. Das sind zu viele. Die sind aber nicht auf mich. Wo sind denn mein, wo ist mein Stuff? Oh Gott, der greift mich an. Oh mein Gott, warum hat er mich angegriffen? Ich hab doch nichts gemacht. Ich hoffe, jetzt sind die immer noch sauer. Die sind immer noch super aggressiv, obwohl ich gestorben bin. Das ist ja mega dämlich. Ja, ich muss einmal über meinen Stuff rüberlaufen, dass das nicht irgendwie wegspawnt und dann, Bist du schon drin hier? Ja, aber ich bin auch gleich wieder draußen. Also, weil die... Jo, bin wieder tot. Oh, leck mich am Arsch. Ich glaube, die lassen mich gerade in Ruhe. So, Freunde, Sonne, neue Taktik. Wir versuchen jetzt mal keine Gas abzuschießen, wenn wir nicht unbedingt müssen. Ja, nicht, dass das wieder in einem Terror endet. Und eine andere Sache, die ich nochmal freundlicherweise hier erwähnen wollte. G-Portal. Mit dem bin ich gepartnert. Zu denen gibt es auch einen Link unten in der Videobeschreibung. Kommt ihr 5% auf euren Game-Server. Ist eine feine Sache. Ich bin sehr zufrieden mit G-Portal und die machen quasi dieses Projekt hier auch möglich. Ja, check das ab. Danke. Das Gute ist, dass die Zombie-Pigmen jetzt erstmal nicht sauer sind. Ja, das sagst du. Nee, die sind jetzt nicht sauer. Ich bin da ja schon gewesen. Ich mach gar nichts. Ich berühre nur noch WASD. Wir gehen woanders. Ich habe meine anderen Maustasten abgeklebt. Guck mal, wir gehen jetzt mal hier unten. Das Ding ist, also Neta müssen wir jetzt ganz doll aufpassen, ne? Ja. Ich merke schon. Der ist nicht sauer. Der ist nicht, sehr schön. Diese Geräusche. Macht einen wahnsinnig, ne? Nee, weil ich schon Albträume kriegen heute Nacht. Wir gehen hier einfach mal irgendwo lang. Tammann jetzt. Jetzt sind wir auf 73. So, dann buddeln wir uns ein Stück runter. Und dann halt vorsichtig, ne? Weil hier immer schön Abstand halten. Nicht, dass wir direkt in so ein Lava... Oh, verdammt. Weg. Ah, oh. Gut, wir gehen...
Wir gehen ein Stück weiter woanders lang, glaube ich. Also wir sind jetzt auf Höhe 70. Wir versuchen uns mal ein bisschen durch die Wand durchzuboxen, dass wir irgendwie eine Festung finden. Toi, toi, toi. Ihr habt ja gesehen, was jetzt passieren wird, wenn wir auf eine Lohe stoßen. Da gab es ja schon einen kleinen, ja, Vorspann zu. Das sieht schon mal ganz gut aus hier, dass wir hier durchkommen. Ja, hier ist schon wieder so ein Gast. Kann ich die mit dem, wenn die schießen, mit dem Schild blocken? Boah, kannst du versuchen, habe ich noch nicht gemacht, aber wahrscheinlich schon, ja. Und die können überall spawnen, diese Lohen? Nee, nur in der Festung. Ah, okay. Und deswegen brauchen wir eine Festung und ja, eigentlich soll es genügend Festung geben. Du siehst, also eine Festung wirst du auch erkennen, wie die auch, also wenn du eine siehst, so, ne? Oh, ich glaube, wir haben eine Festung. Ah, echt? Ja, ja, wir haben eine Festung. So, und jetzt beginnt der richtige Spaß, ne? Okay. Jetzt beginnt wirklich der heiße Part hier. Also wenn wir das wirklich schaffen, ne? Ich dreh durch. Klar. Also das Ding ist, wir müssen jetzt die Lohen platt machen. Also ich kann nur auf die schießen. Du schießt auf die und schützt. Okay, und die schießen zurück. Die schießen Feuerbälle. Mal ein bisschen sichern hier, aber... So, das dürfte soweit sicher sein. So, ich nehme schon mal den Bogen in Anschlag. Ich setze jetzt überall die Fackeln rechts, wo wir halt herkommen. Na, das heißt, wenn wir zurücklaufen später... Okay, wissen wir Bescheid. Hier ist schon mal eine Kiste. Kann ich eigentlich, wenn ich den Bogen habe... Oh, goldene Pferderüstung. Freut mich. Pferderüstung? So, eine eiserne Pferderüstung. Ja. Okay. Also die sind in so einem Raum. Die haben halt so einen Raum, wo der Spawner auch drin steht. Hier geht's nicht weiter. Und wir können den Spawner auch nicht entschärfen aktuell. Also wir können den nicht entschärfen. Das heißt, jetzt haben wir wieder neue. Ja. Und Sattel. Ja, verdammt, es hat sich gelohnt. Egal, ob wir das schaffen. Ich kann mit Pferd ziehen. Also das Ding ist, dass du ja normalerweise die Dinger entschärfen kannst, indem du halt Fackeln ransetzt. Ja, das weiß ich, Spawner, genau. Ja, ja, oben genau, links, rechts und so. Das funktioniert halt hier nicht, weil die Fackel macht zu wenig Licht. Wir bräuchten andere Blöcke. Glowstone, der hier rumhängt in der Luft. Ich bin so gespannt auf die Lohe, ob wir das packen, ehrlich. Weil die Vorbereitung ist gut, also der Bogen mit unendlich Schießen und so ist schon nicht schlecht. Aber wir müssen halt treffen. Hast ja gerade gesehen, wie super das läuft. Aber diesmal kann ich ja treffen. Ich hoffe auch, dass wir die richtige Festung haben. Also es gibt verschiedene Festungen mittlerweile in Minecraft. Ne? Das ist eine von vier, glaube ich, die es gibt. Ja, riesiges Ding hier. Ja, feiere ich auch mega. Sowas gab es halt. Gab es das schon früher? Ich weiß es nicht. Ich bin ja 2010 oder so, weil das Minecraft rausgekommen hat. Relativ am Anfang habe ich es schon gespielt. Ja. Oh Gott, der Schrott, also da stand, ich wollte ihn auch gerade schlagen. Ja, und ich glaube, da gab es schon Festungen, muss es ja geben, weil du brauchst das halt für den Boss später. Deswegen sind wir auch hier. Wir brauchen die... Drachen, ne? Oh, verdammt. Es kann so nicht gewesen sein. Wir müssen irgendwie noch weiterkommen hier. Dann nochmal eine goldene Rüstung, nochmal ein Feuerzeug. Wir können eine sehr große Anzahl an Pferden jetzt ziehen. Wir müssen mal gucken, dass wir irgendwo hier noch reinkommen. Hier muss irgendwo ein Spawner sein, das kann tatsächlich sein. Ach gut, hier waren wir noch nicht. Das ist gut. Ja, ja, genau, ja, warte mal. Ja, warte. So. Pass auf. Ja, ich nehme den Bogen. Plan. Du nimmst einen Bogen. Ja, ich hoffe, jetzt kommt keine Lohe raus. Ich check das mal kurz ab. Ich baue das mal kurz zu und baue uns auch so ein bisschen Schutz vor der Lohe. So. Ja, genau, kann man denn nicht irgendwie so was, dass wir da einfach reinballern können, so, dass wir so ein Loch haben? Ja, machen wir gleich. Wir brauchen auf jeden Fall die Blazes von denen, also die Routen. Oh, hier geht's nochmal weiter runter. Ach, das ist so. Ich feiere das komplett. Mega geil. Und dann immer die Leute so, Minecraft ist ein Kinderspiel. Ja, aber es macht Spaß. Ey, das ist total cool. Ehrlich. Feiere ich mega. Minecraft ist echt cool. Okay, also jetzt geht hier überall noch hoch wieder. Oh, verdammt. Weg. Wohin weg? Ja, gut. Jetzt können wir wieder ran. Jetzt können wir mal gucken, ob wir die eben kriegen. Da waren auch ein Spawner. Vielleicht baue ich auch vorher nochmal wieder was zum Schutz. Da ist sie. Also ich, am besten da ist sie. Da ist sie. Ne? Sie brennt. Hast du getroffen? Ich weiß nicht, ob ich getroffen habe. Ja, sauber. Ja, ich hab was getroffen. Fortschritt erzielt, Monsterjäger. Ja, da ist noch eine. Schön. Ja. Da liegen auch die Blazes schon. Aber ich höre noch eine, oben. Noch eine. Ja, kommt die? Ja. Ist, glaube ich, down. Noch eine. Ja, oh. Ja, komm. Was ist das denn? Ich hab aus Versehen runter. Ah, okay, der ist auch down. Das spawnen halt so viele, wir brauchen die ganzen Rots von denen. Oh mein Gott, ich hab irgendwas entzündet. Das ist nicht gut, wenn die schießen. Geht's, oh mein so Gott, oh mein Gott, ich brenne. Nicht an mich ran! Geh weg, geh weg. Geh weg, komm her. Alles gut. Aber ein paar haben wir ja schon, ne? Ja, wir haben schon ein paar getroffen, aber wir brauchen halt die Routen von denen, die goldenen Dinger hier liegen, weißt du? Das wird nochmal ein Ding. Sollen wir das jetzt mal so rein und die abschießen? So? Also. Die spawnen halt instant nach, ne? Ja. Da rechts ist noch einer. Ja, der ist auch down. Ja, die spawnen instant nach. Aber wie kommen wir denn dann da oben ran, an die Dinger? Wir gehen einfach rein. Ist down, schön. Einfach rein. So, okay, da ist noch... Nee, ist noch. Okay. Warte. So, wir haben 7 Stück. Das sind genau die wir brauchen. Oh mein Gott. Ja, warte. Oh mein Gott. Lass mich in Ruhe, der kommt hier. Wir müssen mal hier markieren, dass hier auf jeden Fall ein Spawner ist. Oh mein Gott. Alles gut, die schießen dagegen, aber das bringt nichts.
Da kann man wohl auch eine gute EP-Farm draus machen. Okay, gut, lass mal ein bisschen weiter erkunden. Die ist erstmal eingebaut. Wo bist du? Alter. Ich bin hier. Oh Gott, mein Herz. Die Geräusche machen mich jetzt auch Wahnsinn, ne? Von den Donen. Das ist unglaublich. Ich habe aber leider mein Headset viel zu laut eingestellt wieder mal. Oh. Da ist irgendwas. Ja, siehst du das? Was ist das? Ja, was ist das für ein komisches Ding? Das ist so riesig. Ich glaube, das ist ein Wither oder so. Man kann auch einen Boss beschwören. Ja. Da braucht man 3 Wither-Schädel, glaube ich, für. Und kann ich eigentlich irgendwie, wenn ich aufgeladen habe, den Bogen wieder entspannen? Einfach Waffe wechseln. Mach richtig Spaß. Verdammt. Ja, warum? Ja, ich weiß nicht. Ach, da, guck mal. Oh, verdammt. Da schießt einer. Ja, das ist ein Lohe. Ich sehe den nicht von hier. Ah, doch, da hinten. Warte mal. Kann ich von hier schießen? Ja. Getroffen. Sauber down. Schön. Alter, wie riesig das Ding auch ist, so, ne? Aber ohne Witz, ne? Das ist ja richtig geil. Ich finde die Festung einfach auch komplett geil einfach. Wirklich. Komplett geil. Oh. Ja, die kommt von sehr weit oben. Brennst du? Oh, verdammt, was hast du gemacht? Alter, ich wollte die zumachen und da kommen immer mehr. Ich komme nicht mehr durch. Was ist los? Ja, die wird windiger. Ich hab hier geblockt. Oh, guck mal. Komm mal hier rum eben, stell dich mal hier hin und guck mal in die Richtung. Da hinten sind noch 3 von diesen Skeletten. Ja genau, es ist unsere Richtung, sauber. Ich nehme mein Schwert, weil ich habe da Plündern 3 drauf. Oh, Vorsicht. Oh mein Gott, ja. Was macht er denn? Hier unten, die stehen hier. Oh, nein, weg. In den Raum rein. Eine Lue hat hier geschossen. Ich wollte gerade sagen, ich habe gar nichts gemacht. Dann platt machen, aber du machst nur die platt wegen dem Schwert dann, ne? Oder was? Ich mach die mit dem Schwert platt, damit ich die Chance habe, dass die auch was droppen. Ah, guck mal, hier unten, da, wenn du guckst, Lava, da waren wir gerade in dem Gang. Da habe ich gerade die. Irgendwas hat mich von hinten gehittet. Du machst mich wahnsinnig. Und ich bin einfach tot. Ey, was? Ich hab Schild gehalten. Wo bist du? Das hat mich von hinten was gehittet. Was war das? Ich hab nichts mitbekommen, was ich gehittet hat. Ich hatte Shift gedrückt und es hittet mich und ich fliege einfach runter. Oh, lol, direkt im Gang. Wo? Ah ja, okay. Vor uns. Ach, nicht schießen. Ja, da ist noch ein. Das ist noch ein Zombie-Pigman. Okay, dann lassen wir das mal weiter. Oh, die Lohe ist nah dran. Okay, können wir holen. Oh, ich brenne. Alles gut. Ist down. Oh, da kommt ein Skelett, das hole ich mir. Hast du? Oh, ich hab irgendeinen Effekt drauf. Ausdörrung. Okay. Oh, das heißt, das ist sowas wie Gift. Okay, das geht dann einfach irgendwann weg auch, ja. Krass. Ja, das waren so 6 Sekunden gerade, wo ich geguckt hatte. Ich glaube, wir können nochmal gucken, aber ich glaube, wir haben alle Gänge halt gemacht. Ja, glaube ich auch. Wir haben aber leider keine Dias bekommen. Das ist ein bisschen frech, muss man sagen. Ich glaube, ich nehme nochmal ein paar Netherwarzen mit einfach. Ich glaube, ich kann gleich erstmal duschen gehen, wenn die Aufnahme vorbei ist. Warte mal, habe ich eine Schaufel dabei? Ich glaube nicht. Weil die wachsen nur auf diesem Sand. Das ist Seelensand. Ja, okay, den kannst du dann nur mit der Schaufel abbauen, dann, ne? Und nehmen wir einfach mit. Das muss auch dunkel sein und sowas, damit die wachsen. Ich weiß auch nicht, wofür man die braucht, aber irgendwo braucht man die hier bestimmt. Ah, genau, hier, das ist halt Glowstone, ne? Damit kannst du so. Oh, die sind ja mega hell. Das ist halt so früher. Ich weiß nicht, ob es heute immer noch so ist. Das ist so der coole Scheiß gewesen, einfach, ne? Für die Wohnung quasi. Ja, klar. Da ein bisschen was mitmachen und so. Da kannst du auch. Die kannst du auch unten ins Wasser packen und dann quasi dann so einen See indirekt beleuchten lassen und so. Das ist mega cool. Da ist das! In der Lohe. Irgendwo. Nee, das ist ein Gast. Werd du einfach nicht getroffen. Oh, noch einer irgendwo. Ich bin tot! Was ist los? Warum? Hä, was ist. Wo ist denn was? Was denn? Hinter mir war, glaube ich, wieder einer. Ich habe gerade gegessen. Alter. Oh, ein Wunder. Ich bin da. Iggy ist wieder da. Whoops. Kann doch nicht sein. So, Leute. Wir haben es ja schon mal gut rausgeschaffen. Das Schöne ist, dass wir jetzt auch einen Sattel haben. Endlich. Und eine Pferderüstung. Und ich weiß, glaube ich, wo Pferde sind. Und deswegen gehen wir nochmal ein Pferd zähmen. Dann zeigen wir das auch nochmal Iggy ein bisschen. Damit er auch ein bisschen heiß drauf ist, nochmal eine Netherfestung alleine zu machen. Bei sich auf dem Kanal. Auf jeden Fall. Ich hole mich dann dich als Hilfe. Ja, auf jeden. Nochmal Netherrüstung, Netherfestung mit dabei. So sind die ganzen. Du hast gesagt, weißt, wo Pferde sind. Ja, ich weiß doch, wo Pferde sind. Hier sind doch Pferde. Jetzt verrückt. Hier sind Schafe und Pferde. Aber hier ist ein Esel, der ist aber super langsam. Also mit dem irgendwie zu reisen macht halt gar keinen Spaß. Das hier ist cool, weil wir tatsächlich, oder meine Freundin so eins hat. In der Farbe auch. Aber irgendwo war hier so ein richtig fieses, schwarzes, so, weißt du? Richtig böses, was zu dir passt. Böses. Ja, genau. Das hier ist eigentlich ganz cool. Gut, ich glaube, weiß nicht, muss man den. Okay, den Sattel. Man muss irgendwie jetzt raufkommen. Junge, wenn du mich nicht gleich rauflässt, schlage ich dich tot. Man muss doch. Also, irgendwie sagen, muss man. Du haust den die ganze Zeit im Schwert. Nein, muss ich muss das so sein. Jetzt haust du den Kopf. Oh. So, jetzt geht's los. So. Pass auf, so zähmt man Pferd. Immer wieder rauf. So lange nerven, bis es sagt, dass okay. Irgendwann. Okay. Es liebt mich! Es liebt mich! Warte, wie komme ich runter? Shift. So. Und jetzt kann ich das Sattel. Ha! Es gehört mir! Ja, wunderbar. Ich bin abgefallen. Warte. Oh. Es gehört wieder mir. So. Und jetzt kann ich noch. Pass auf. Pimp My Ride, nur Pimp My Horse Edition. Bam!
Bam, Junge, das ist ja richtig nice. Dann vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Schaut gerne bei Iggy vorbei. Das war das erste Mal, dass ich eine Kooperation auf dem Kanal hatte. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Schaut da vorbei. Da geht jetzt auch ein Video online, beziehungsweise ist jetzt mit diesem Video auch ein Video online gekommen. Wenn ich das verlinken kann in der Endcard, mache ich das. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüssi. Tschüss.